Hallo liebe Videofreunde, ja, wir sind schneller dazu gekommen, unser frisch aufgeräumtes Wohnmobil wieder zu benutzen und auch gleichzeitig mal bei kälteren Temperaturen auszutesten, als wir gedacht haben. Und zwar sind wir in Leipzig. Wir haben heute Eigentümerversammlung in Leipzig und sind gestern losgefahren. Ursprünglicher Plan war, dass wir übernachten bei Michael im Hotel, wo er sonst immer nächtigt, wenn er in Leipzig arbeitet, und sein Zimmer ist aber belegt. Also wir hätten ein ganz reguläres Hotelzimmer buchen müssen und da haben wir gesagt, das machen wir nicht. Und haben kurzerhand ganz schnell Piccolino zusammengepackt und ja, sind gestern losgefahren. Und zwar haben wir jetzt hier übernachtet. Oh, ich habe den See, den Namen vergessen. Ich schreibe ihn unten drunter. Und hier ist so eine Marina mit Segelbooten und auch Motorboote. Und das ist eigentlich wirklich sehr schön hier, muss man wirklich sagen. Wir waren gestern Abend wunderbar essen im Sole Mio in einem italienischen Lokal direkt am Wasser hier. Davon haben wir leider nicht mehr allzu viel dann sehen können, weil ja, es wird ja so schnell dunkel. Aber noch ein paar Aufnahmen konnten wir vorher halt eben machen. Ja, also ein super geniales Lokal, sehr empfehlenswert, solltet ihr hier irgendwo mal in der Nähe sein. Also wir können euch das wärmstens empfehlen, ganz tolles Essen, es war mega lecker. Ja, und wir hatten dann auch schön 2-3 Gläser Wein getrunken und ich hatte dann auch wirklich die nötige Bettschwere gestern und bin auch rechtzeitig ins Bett, habe nicht mehr mitgekriegt, wie Michael mit dem Hund nochmal raus ist und wiedergekommen ist, so fest habe ich geschlafen. Ja, habe auch gut geschlafen heute Nacht, Michael auch, und jetzt haben wir schön gefrühstückt. Ja, und dann wollen wir heute wahrscheinlich nochmal in Leipzig bleiben und zwar zum Gut Kahnsdorf nochmal fahren nach der Eigentümerversammlung und wollen dort nochmal vielleicht eine Nacht bleiben. Das entscheiden wir nachher. Also, aber hier auf jeden Fall, diese Marina ist hier sehr zu empfehlen. Allerdings muss ich dazu sagen, es steht hier Wohnmobilverbot. Also wir haben uns jetzt hier hingestellt auf dem Parkplatz, weil ja, es ist außerhalb der Saison und es war alles leer und es hat auch keiner was gesagt. Aber ich denke mal, im Sommer, dann kann man hier mit Wohnmobil nicht herfahren. Leider, leider, weil es wirklich, das ist sowas, wo ich wieder sage, wo eigentlich wo in Deutschland nachgerüstet werden muss. Ja, also was so Stellplätze betrifft und Campingplätze betrifft, da muss einfach noch ein bisschen was getan werden. Die Nachfrage der Wohnmobile ist ja so groß und da könnte schon noch ein bisschen was passieren. Gerade jetzt hier zum Beispiel, dort vorne ist ein großer Platz mit einer Wiese. Also da könnte man zumindest mal 6 Stellplätze abzwacken für so Wohnmobile und ist ja auch schön für die Restaurants hier. Also wenn man die Leute dann nicht wieder wegfahren müssen, sondern hier bleiben können, dann kann man auch mal ein Glas Wein trinken, so wie wir gestern. Und ja, also das, da finde ich, da muss ein bisschen was passieren. Das finde ich schade, dass das hier verboten ist. Also wie gesagt, wir haben jetzt außerhalb der Saison, hat keiner was gesagt. Aber steht so ein Wohnmobilschild und Wohnwagenschild mit durchgestrichen. Ich nehme an, auf dem Parkplatz natürlich zum Essen kann man fahren, aber nächtigen, das wollen sie wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, wie das ist, ob man, wenn man im Wohnmobil bleibt, ob die da was sagen, das weiß ich nicht. Aber das ist so schade, weil das echt toll hier ist, wirklich. Ja, Michael ist draußen. Der ist jetzt mit der Drohne unterwegs. Der wollte noch mal ein bisschen Aufnahme machen, aber mal gucken, ob es was wird. Es ist auch ziemlich windig und es ist arschkalt. Richtig kalt und windig. Also und hier drinnen ist es mummelig. Also wir haben super geschlafen, also richtig toll. Ich hoffe, dass das im Winterurlaub dann auch so ist. Hat einwandfrei funktioniert alles. Ich bin mal gespannt, wie viel Diesel wir verbraucht haben, weil wir ja rund um die Uhr jetzt auch geheizt haben. Ja, und dann geht's jetzt weiter zum nächsten Punkt des Tages, zur Eigentümerversammlung.
just a feeling of a distant melody unknown. I was doing fine, I minded my own business till the day you took me home. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same again. Life was all about, that song had already been sung. I was going on, still minding my own business, never knew the life had just begun. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. And made me whole again. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same again. Never will I be the same again.